Herr Pallas, herzlich willkommen in unserer kleinen, trauten Gesprächsrunde. Danke Vielen für die Dank, Einladung. Dass Sie da sind. Herr Pallas, wir wollen starten mit einer ganz gewichtigen und tiefschürfenden Frage, nämlich: Wie wohnen Sie? Ich habe, bevor Sie antworten, rausgekriegt, natürlich, dass Sie in Dresden-Plauen leben und wohnen. Schon mal sehr gut. Aber wie? Sie sitzen hier gegenüber dem Vertreter der Wohnungsgesellschaften, gegenüber der Vertreterin der Wohnungsgenossenschaft. Und unsere Hoffnung ist jetzt, dass Sie sagen, in der natürlich Wohnungsgenossenschaft oder bei Wohnungsgesellschaft. Da befürchte ich, muss ich Sie enttäuschen. Wir sind selbstnutzende Eigentümer in einer Eigentumswohnung, in der wir aber schon als Mieter gelebt haben. Also wir haben das dann vom Eigentümer erworben. Und in Dresden-Plauen, in diesem kleinen Gründerzeitbereich da im Tal an der Weißeritz, wo ich ganz schön noch recht gut durchmischt. Bienertmühle, oder? Da in dem Bereich, Zwickauer Straße. Und ich hätte gar nichts dagegen, in einer Genossenschaft oder auch in einem kommunalen Unternehmen zu wohnen. Und tatsächlich suchen wir auch schon eine ganze Weile nach einer passenden Wohnung für unsere Familie. Stichwort große Wohnung in Dresden. Also wir haben drei Kinder und leben in einer zwar großzügig geschnittenen, aber dennoch nur Dreiraumwohnung. Das ist herausfordernd. Gut, ja. Und können wir mal gucken, wie das Gespräch verläuft. Was Sie für uns tun können. Ja. Und dann können wir ein Portfolio haben. Genau, was wir im Portfolio haben. Die zweite Frage ist etwas ernster, beziehungsweise auch eine wichtige Frage. Brauchen wir denn in Sachsen Neubau? Was ist dazu Ihre Meinung? Wir brauchen selbstverständlich Neubau da, wo wir einen Mangel an bestimmten Wohnungen oder generell an Wohnungen in einem bestimmten, auch preislichen Segment haben. Wir sind da schon häufig im Gespräch gewesen, dass die Bedarfe in den sächsischen Regionen ja extrem auseinanderfallen. Ne? Wir haben die Regionen mit einem höheren Leerstand. Wir haben halt die Ballungsräume, die halt nach wie vor attraktiv sind für Menschen, um zuzuziehen und dann eine Wohnung zu suchen. Und ich bin hier in Dresden zu Hause und schon länger unterwegs. Das ist schon länger ein Thema, in Leipzig genauso. Auch da gibt es natürlich Bereiche, wo wir einen Leerstand haben. Und ein gesunder Leerstand ist ja auch gut. Ne? Man braucht eine gewisse Reserve, Mobilitätsreserve. Ja? Und wir merken aber, dass die Mobilität im Bereich Wohnen gerade in den beiden Großstädten abnimmt. Und das ist so ein Indiz dafür, dass es in bestimmten Bereichen schwierig ist. Es ist viel gebaut worden in beiden Großstädten in den letzten Jahren. Aber möglicherweise am Bedarf vorbei. Wo ist der Bedarf? Das sind vor allem Haushalte, Familien mit kleinen oder mittleren Einkommen, die sozusagen ein Bedürfnis zum Beispiel nach einer größeren Wohnung haben, weil eben Kinder dazugekommen sind, das in den jeweiligen Wohnungsmärkten nicht befriedigt wird. Und was hier viel gebaut wurde, ist im durchaus mittleren bis höherpreisigen Segment, was aber für viele Menschen, trotz dass sie voll arbeiten gehen, schwierig ist. Also Sie kennen die Lohnstruktur in Sachsen. Ein Viertel der Arbeitnehmer ist ja immer noch Niedriglöhner. Und da wird es dann problematisch. Jetzt rede ich natürlich mit Verbandsvertretern, die sehr viele Mitglieder haben, die ja schon bezahlbares Wohnen anbietet. Also im Grunde trage ich ja auch Ulm nach Athen, aber Ziel muss es sein, dass wir es schaffen, den Druck von den großen Städten zu nehmen. Ich weiß, da sind sie auch sehr unterwegs, also zu schauen, wie können wir die Regionen eigentlich attraktiver, besser erreichbar machen für Menschen, die eben in den großen Städten Probleme haben, eine bezahlbare, annehmbare Wohnung zu finden. Das hängt mit vielen Fragen zusammen, Mobilität etc., auch Arbeit. Das wird natürlich nur für einen Teil der Bevölkerung gehen. Und solange der Bedarf da ist, werden wir auch über Neubau weiter reden müssen. Und gleichzeitig aber eben auch Sanierungsbedarfe in allen Teilen Sachsens, auch Umbau, um Wohnraum eben auch in abgelegeneren Gegenden oder kleineren Städten attraktiv zu halten und dann vielleicht einen Anreiz zu setzen und den auch zu unterstützen. Ja. Wenn wir über Wohnraum sprechen, sowohl Neubau oder eben auch Sanierung, sprechen wir auch gleich mal von Kosten. Wenn wir sagen, sowohl bei Neubau, aber eben vor allem für uns im Bestand. Wie sollen sich die Gesellschaften da refinanzieren? Wie soll das funktionieren? Die Investitionen, die damit zusammenhängen, sowohl beim Neubau, aber eben auch vor allem bei der
bei der Sanierung. Wie sollen wir uns da, also unsere Unternehmen, refinanzieren? Also vielleicht auch, um das noch zu unterlegen, unsere Durchschnittsmiete, ähnlich bei euch im Verband, 5,44 Euro für ganz Sachsen. Und wenn man die filettiert, diese 5,44 Euro bleiben, also mit Investitionen in Sanierung und so weiter, allein 30% des Betrags gehen dafür drauf, dann bleiben tatsächlich 2 Cent übrig, die für Investitionen vorgesehen werden. 2 Cent von den 5,44 Euro. Und das ist natürlich ein Thema, das uns immens umtreibt. Baukosten gehen durch die Decke, die Anforderungen vor allen Dingen auf Bundesebene, wo natürlich dann Ihre Partei auch stark vertreten ist, die uns zerdrücken und wir sind im Grunde genommen nur noch Verwalter und können gar nicht mehr Gestalter sein. Also das ist eine hochaktuelle Frage und auch eine, die uns ja schon auch als Akteure hier in Sachsen schon seit fast 2 Jahren massiv umtreibt, eigentlich schon länger, aber die Krise an der Bauwirtschaft und eben auch im Bereich Wohnungsbau, die hat sich ja wirklich zugespitzt durch die nochmal gestiegenen Energie- und auch Baustoffpreise, auch die geänderte Zinspolitik der EZB, die eben dann zu höheren Kosten bei Krediten, die ja auch logischerweise immer eine Rolle spielen bei Bauprojekten, die hat zu einem Stopp von vielen Projekten oder einer Verkleinerung von Projekten geführt. Und das ist im Ergebnis natürlich für alle unbefriedigend, weil wir brauchen halt den Wohnraum. Und ich habe zunächst mal auch mit großem Interesse verfolgt und auch unterstützt, welche Initiativen im Übrigen auch im Zusammenwirken zwischen der sächsischen Landesregierung und der Bundesregierung entstanden sind. Es gab ja dann den Wohngipfel, wo ja auch zahlreiche Beschlüsse gefasst wurden, die es Unternehmen eben erleichtern soll, diese Bauprojekte wieder aufzunehmen. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt sozusagen ausreichend ist. Da sind Sie wahrscheinlich besser auskunftsfähig. Aber in jedem Fall müssen wir auch in Sachsen alle Möglichkeiten nutzen, um Ihnen das Umfeld zu schaffen, was Sie dafür brauchen. Und es ist ja schon länger so, dass wir bestimmte Zielmieten, um die geht es ja, wenn man bestimmte Bevölkerungsgruppen im Blick hat, nur erreichen durch Förderung. Jetzt haben wir seit 2017 den sozialen Wohnungsbau in Sachsen wieder und auch die Sanierung preisgünstigen Mietwohnraums mit ähnlichen Mechanismen. Und diese Förderung basiert auf Zuschüssen. So, und davon bekommt die Gesellschaft eben dann einen runtergeförderten Mietbetrag, der eben für die Menschen mit geringerem Einkommen, also mit Wohnberechtigungsschein aufgrund von sozialen Bedarfen, bezahlbar sind. Und auch das ist ja eine Frage, ob wir das sozusagen noch erreichen und ob wir mit diesen Instrumenten, die wir haben, sprich der Zuschussförderung, auch die entsprechenden Stückzahlen von Wohnungen noch erreichen können angesichts der Haushaltssituation. Ja? Also alle Haushalte sind im Augenblick ein bisschen auch unter Druck und müssen schauen, wie geht das weiter. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir auch hier überlegen, ob wir, wie es früher auch schon mal war, zum Beispiel stärker über Darlehenskomponenten sprechen. Also dass man sagt, es gibt beispielsweise langlaufende, günstige Kredite für, nach meinem Geschmack, gemeinwohlorientierte Unternehmen, also kommunale oder genossenschaftliche vor allem, aber nicht nur, die sozusagen mit einem solchen günstigen Kredit dabei unterstützt werden, halt die gestiegenen Zinskosten zum Beispiel zu kompensieren, auszugleichen. Parallel dazu, vielleicht als letzten Punkt für diese Frage, haben wir die Komponente Energiekosten und Baustoffkosten. Beim Baustoffkosten kann man als Politik immer nur hinterherlaufen. Es wird nicht möglich sein, das komplett zu kompensieren. Hat ja andere Einflüsse. Genau, aber die Energiekosten sind inzwischen wieder auf einem Niveau von vor 2022, also Ende 2021 in etwa. Es ist noch nicht immer angekommen. Also teilweise werden noch Preise aufgerufen, wie sozusagen auf dem Höhepunkt der Krise. Das ist auch nicht in Ordnung. Da müssen auch die Anbieter reagieren und das entsprechend an die gewerblichen oder privaten Kunden weitergeben. Da haben staatliche Unterstützungsmittel funktioniert. Die müssen halt nur noch ankommen. Ich dann noch mal ganz kurz zurück, weil Sie von Instrumenten sprachen und wie Sie auch unsere Unternehmen oder Genossenschaften unterstützen wollen. Und da sind wir beim Durchblick des Parteiprogramms ein bisschen gestutzt.
Soll das, soll ein Instrument auch eine Landesgesellschaft sein? Und wenn ja, wie soll die es besser machen? Ist die dann nicht an die Mietpreisbremse gebunden oder kriegt die mehr Zuschüsse? Also da wollten wir mal wissen, was steckt hinter diesem, hinter dieser Idee und wie soll die funktionieren? Ich muss ganz kurz ketzerisch einwerfen, eine sächsische Wohnungsbaugesellschaft soll gegründet werden. Ich habe es nicht verstanden, was die für eine Funktion hat. Also, können wir es nicht gut genug selber? Nee, das ist überhaupt kein Angriff oder soll kein Ersatz für irgendwas sein, sondern eine Ergänzung. Also wir gehen einfach vom Status quo aus, dass wir es aus unterschiedlichen Faktoren heraus nicht schaffen, ausreichend bezahlbare Wohnungen neu zu bauen, da wo wir sie brauchen. Und es ist jetzt ja auch kein völlig neues Thema, sozusagen eine Landeswohnungsbaugesellschaft zu haben. Andere Bundesländer haben das schon länger als weiteren Akteur auf dem Wohnungsmarkt, Wohnungsbaumarkt vor allem. Und so sehen wir das auch. Also wir haben es natürlich noch nicht ausbuchstabiert. Ich meine, ein staatliches Unternehmen ist ein staatliches Unternehmen. Aber wir sehen es als Ergänzung zu dem, was kommunale und genossenschaftliche Unternehmen machen. Wir mussten ja auch feststellen, dass die Bereitschaft dazu, zum Beispiel mit Hilfe des sozialen Wohnungsbauprogramms in Sachsen bei genossenschaftlichen und kommunalen Unternehmen ja unterschiedlich ausgeprägt war. Und wir hatten auch gehofft, dass es sozusagen stärker genutzt wird, vor allem eben von diesen beiden Unternehmensgruppen. Das ist nicht der Fall. Und trotzdem haben wir die Bedarfe. Ich will es an einem Beispiel noch illustrieren, wie groß der Bedarf ist. Wir wissen jetzt seit geraumer Zeit, dass der Halbleiterstandort hier in Dresden extrem weiter wachsen wird. Und das ist erstmal gut. Wir werden hier zum wichtigsten europäischen Halbleiterstandort. Das hat zur Folge, dass in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich über 20.000 Arbeitsplätze neu in Dresden entstehen und in die ganze Region vielleicht über 40.000 Menschen zuziehen werden. Die werden nicht alle in Dresden leben, die werden auch im Umland sich eine neue Heimat suchen. Das ist auch gut so, das brauchen auch die Landkreise. Aber wir werden in relativ kurzer Zeit einen großen Bedarf haben. Und wenn wir jetzt sehen, wie mit welchen Schwierigkeiten auch Unternehmen natürlich konfrontiert waren, die es ihnen vielleicht verwehrt haben, sich noch stärker zu engagieren im Bereich Neubau, dann ist ein weiterer Akteur eine Hilfe dabei, das Ziel zu erreichen, dass wir in dieser zur Verfügung stehenden Zeit ausreichend Wohnungen bereitstellen können. So würde ich das sehen und nicht als Angriff oder Konkurrenz oder Ersatz für irgendwas. So sieht man das vielleicht auch gar nicht unbedingt, sondern wir fragen uns halt, wie dies besser oder anders. Wir machen ja oder wir agieren ja nicht aus weil wir jetzt jemanden was nicht folgen wollen der Politik, sondern wir müssen natürlich, wir sind ja beim Thema Refinanzierung ja immer an eine Wirtschaftlichkeit gebunden, so wie ich es verstanden habe, geht es ja auch der Landesbaugesellschaft dann so. Also insofern ist dann eher die Frage, haben die andere Rahmenbedingungen, andere Zuschüsse als die Akteure, die sowieso schon, auch gerade wenn sie in Dresden sprechen, versuchen neu zu bauen oder eben irgendwo wirtschaftlich neu zu bauen, weil das ist ja das Thema, dass wir es eben trotz allem diesen Druck, den Sie sagen, es nicht gelingt, eben so zu bauen, dass es eben dann auch bezahlbar ist für ein Klientel, was dann auch kommt oder eben auch vorhanden ist. Ne? Ich würde es mal vielleicht noch in einen größeren Kontext einbetten. Der Bereich Wohnen ist ja längst nicht der einzige Bereich, wo wir im Land große Investitionsbedarfe sehen, staatlich und privat. Sondern wenn Sie die ganze Infrastruktur ansehen, die öffentliche Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, digitale Infrastruktur, Bildungsinfrastruktur, da haben wir bereits jetzt hohe, wie sagt man so schön, Infrastrukturschulden, weil einfach lange sozusagen oder weil bestimmte Bereiche, die schon längst hätten saniert, modernisiert werden müssen, eben nicht saniert wurden. Da müssen wir ran. Und gerade wenn es um darum geht, die ganze Region Ostsachsen, aber im Grunde das ganze Bundesland dabei zu unterstützen, in allen Teilen sozusagen sich zu modernisieren und dadurch eben attraktiv zu halten oder noch attraktiver zu werden für Menschen, die aus dem Inland oder aus dem Ausland zuziehen und sich hier niederlassen, dann
Und das eben in relativ kurzer Zeit, dann müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, um entweder anzureizen, wenn durch Private an solche Baumaßnahmen erfolgen, oder aber eben auch die staatlichen Unternehmen, staatlichen Abläufe da absolut zu straffen und das Geld bereitzustellen. Das ist sicher ein politisches Streitthema. Nicht, dass die Investitionen stattfinden müssen, da sind sich viele einig oder die meisten einig. Aber wie wir da hinkommen, wie wir sozusagen innerhalb relativ kurzer Zeit auch das Geld mobilisieren können, staatlich, aber eben auch bei Unternehmen in den jeweiligen Bereichen zu investieren. Ich zähle es mir nach, aber ich habe es immer noch nicht richtig verstanden, weil ich es schon als Konkurrenz auch sehe, natürlich zu unserer Ausrichtung als sozial verantwortungsvolle Vermieter. Und man muss natürlich auch die Frage stellen, ich komme wieder zurück, wenn ich es richtig verstanden habe, sagten Sie, dass auch Fördermittel nicht abgerufen worden sind, sozialer Wohnungsbau war das Stichwort, wo man natürlich auch die Frage stellen muss, Sachsen besteht ja nicht nur aus Dresden, warum die nicht abgerufen worden sind, weil vielleicht dann auch der Bedarf zur Erweiterung, zu Neubau bei dem Thema auch gar nicht so gesehen wurde, beziehungsweise weil es halt auch wirtschaftlich gar nicht so umsetzbar war, trotz einer Förderung einer vorhandenen. Also das möchte ich nochmal kritisch anmerken. Nochmal zurück zur Erweiterung Dresden. Ja, da sehe ich auch Gefahren, was den Markt angeht, hier direkt in Dresden Stadt. Mit der Ansiedlung ESMC oder beziehungsweise mit den Halbleiterentwicklungen. Auch wir sind da ganz aktiv dabei. Bei uns natürlich auch die Perspektive in die ländlichen Räume, wie Sie es auch schon gesagt haben, rein, was es da für Potenziale gibt. Auch gerade mit unseren großen Leerständen, wo man vielleicht dann auch das matchen könnte, den Bedarf und das Angebot. Also da sind wir auch unterwegs. Aber dennoch kann man vielleicht auch so eine Entwicklung sehen als eine Entwicklung, die auch reguliert wird durch den Markt an sich. Also vielleicht, dass man jetzt gar nicht prophylaktisch schon auf Teufel komm raus neu bauen muss, Gelder investieren muss, die vielleicht dann tatsächlich in den Unternehmen, die schon da sind, besser investiert werden. Mit Ihrem Sachsenfonds, da hatten Sie, glaube ich, wenn ich es richtig umreiße, 500 Millionen Euro vorgesehen fürs Wohnen. Ne? Das haben Sie ja 10 Milliarden insgesamt. Korrigieren Sie mich bitte, Herr Pallas, ich bin nicht so in den Details drin. Sozusagen jetzt, aber vorgeschlagen wurde. Und aus diesen 500 Millionen soll ja dann auch diese Wohnungsgesellschaft, Wohnungsbaugesellschaft finanziert werden. Das ist der Vorschlag, genau. Das ist der Vorschlag. Mhm. 500 Millionen, das wäre nicht schlecht, oder? Wenn es uns zufließen würde, 50-50, wären wir dabei. Also ich, sehen Sie es mir nach, wenn ich sozusagen skeptisch bleibe, wenn wir quasi dieses Geld mit den bestehenden Instrumenten quasi an Sie als gute und wichtige Akteure nur ausreichen. Die Erfahrung sagt, dass es aus unterschiedlichen Gründen eben trotzdem dazu führt, dass nicht so viel gebaut werden kann oder gebaut wird, wie wir uns das wünschen oder wie sozusagen die Bedarfe eigentlich erfordern. Und weil Sie den Markt angesprochen haben, im Bereich des Wohnungsbaus kann man sehen, dass der Markt zumindest teilweise versagt hat mit Blick auf die Großstädte, weil ohne die geförderten Bauprojekte im Prinzip fast ausschließlich mittel- bis höherpreisige Neubauten entstanden sind, die halt den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum für untere und mittlere Einkommen nicht decken. Und da haben wir auch einen Leerstand. Also ich meine, bei Mieten von 14, 15 Euro pro Quadratmeter ist schon nur eine kleinere Gruppe in einer Stadtgesellschaft wie in Dresden, die sich das leisten kann. Und gleichzeitig merken wir, dass soziale Probleme sich in immer weniger Stadtteilen durchaus konzentrieren, was dann weitere Probleme nach sich zieht. Und das wollen wir ja vermeiden, dass dieser Trend weitergeht. Aus diesem Grund ist unsere Haltung im Augenblick, wir müssen jede Möglichkeit nutzen und auch sozusagen alle Akteure dazu bringen, zu bauen und sich zu beteiligen. Jetzt ist es leider auch so, dass aus dem genossenschaftlichen Bereich jetzt nicht so intensiv an dem sozialen Wohnungsbauprogramm teilgenommen wurde. Es sind eher die Kommunalen, auch manche Private gewesen, die sich beteiligt haben. Da kann man jetzt spekulieren. Sie können auch gerne sozusagen ein paar Schlaglichter geben, warum das aus Ihrer Sicht so ist.
Nur es ist im Ergebnis unbefriedigend. Also wir brauchen, wenn der Bedarf gedeckt werden soll, müssen halt alle mitziehen. Und aus der Erfahrung heraus haben wir gesagt, dann lasst uns die Idee auf den Tisch bringen, sozusagen einen weiteren staatlichen Akteur mitmischen zu lassen, den wir aber nicht als Konkurrenz verstehen, sondern uns schweben so intensive Investitionsprogramme in den verschiedenen Bereichen vor, dass es sozusagen kein weniger wäre aus Sicht der kommunalen oder genossenschaftlichen Unternehmen. Herr Pallas, 3 Minuten 27, ich könnte jetzt bestimmt 3 Stunden oder du auch 27 dazu Stellung nehmen, aber die Zeit läuft uns davon. Ich würde gerne mit Ihnen weiter, aber wir haben ja auch schon, erinnern Sie sich an unser erstes Gespräch? Damals, als ich angefangen habe, ist schon wieder fast 5 Jahre her, haben wir uns blendend unterhalten, nur bei dem Thema angespannte Märkte, da ging es diametral auseinander, da waren wir uns dann nicht mehr einig. Herr Pallas, ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, auch Stichwort Wahlprogramm, auch das hat mich einfach gestört, dass die SPD Sachsen tatsächlich auch das Mietrecht sehr regulativ einsetzen will. Also es geht schon in Richtung Mietendeckel mit dem Argument, dass man eben die Mietpreise auch entsprechend reglementiert oder reguliert. Das klingt erstmal gut, aber haben wir das hier in Sachsen tatsächlich nötig? Vor allen Dingen auch unter dem Aspekt, was mein Kollege angesprochen hat, eben diese Investitionen, die wir jetzt auf der Uhr haben wollen oder haben müssen. Müssen, zweite Sanierungswelle, müssen energetische Sanierung. Wie sollen wir das refinanzieren? Ich sage nur Beispiel, auch das war ja durch SPD, aber jetzt Bund, also da will ich nicht auf Sie schimpfen. Bund, 2 € pro Quadratmeter max auf 6 Jahre gefixt, Modernisierungsumlage. Wie soll das funktionieren? Also ich bleibe bei den Instrumenten, die, wo auch wir in Sachsen sozusagen Entscheidungen zu treffen hatten und auch Entscheidungen anstehen, ob man diese Instrumente weiter nutzen möchte. Und da bin ich bei der Kappungsgrenzenverordnung und der Mietpreisbegrenzungsverordnung, also sprich für laufende und für Neuverträge. Und unser Fokus sind dabei sozusagen Mieterinnen und Mieter mit Bedarfen, also eben kleine und mittlere Einkommen, die im freien Wohnungsmarkt Probleme bekommen oder eben an den Rand gedrängt werden. Und dabei sehen wir die Bedürfnisse auch der Vermieter. Und wir wissen, wie unterschiedlich auch die Vermieter sozusagen eingestellt sind zu dem Thema. Die Schwierigkeit bei diesen mietpreisregulierenden Maßnahmen liegt meines Erachtens immer darin, dass man Aussagen trifft, die nur auf einen Teil der Vermieter zutreffen, aber alle anderen fühlen sich irgendwie mitgetroffen. So, und das kann ich nachvollziehen, das ist schwierig. Das erlebe ich auch als Reaktion ganz häufig von kleinen Vermietern, aber eben auch von gemeinwohlorientierten wie den kommunalen und genossenschaftlichen. Ich glaube aber dennoch, dass wir diese Instrumente auf absehbarer Zeit noch brauchen werden. Und das liegt eben daran, dass der Wohnungsbau, der stattgefunden hat in den Ballungsräumen, wo Zuzug stattfindet, zu einem durchaus großen Teil am Bedarf vorbei stattgefunden hat. Also halt in einem Segment, was für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen nicht erreichbar ist. Und solange das der Fall ist, solange der Druck auf diese Wohnungsmärkte so groß ist und dadurch halt die Mieten auch sich weiter nach oben entwickeln, braucht es zumindest diese bremsenden Instrumente. Es gibt ein zweites Thema, wo ich überzeugt davon bin, dass Politik, Verwaltung und Wohnungswirtschaft eine Antwort drauf brauchen, sind die Indexmieten, wo wir noch gar nicht so genau ermessen können, welches Ausmaß das eigentlich sozusagen annimmt und was das mittel- und langfristig auch für bestimmte Haushalte heißt. Wir nehmen es wahr als Instrument, was zum Einsatz kommt und was in Zeiten von hoher Inflation wirklich ein Problem werden könnte. Da fehlt noch sozusagen die Idee, wie man, also ob und wie man das sozusagen anpacken kann. Aber in der Summe haben wir quasi eine Mietentwicklung, vor allem in den Wohnungsmärkten, wo Zuzug herrscht, die einen Teil der Mieter eben in Nöte bringt. Und bis wir ausreichend bezahlbaren Wohnraum haben, werden wir diese Instrumente auch benötigen.
Also wenn man es anders ausdrückt, dann heißt es, dass in einigen wenigen Marktsegmenten, wo vielleicht möglicherweise so eine Situation wie von Ihnen beschrieben herrscht, tatsächlich dann Instrumentarien eingesetzt werden, die alle Vermieter betreffen und damit auch bestrafen. 40% Mietwohnungsbestand sitzen Ihnen gegenüber. Also das ist ja auch eine erkleckliche Anzahl. Aber was heißt und bestrafen? Also wir begrenzen die Möglichkeit, Mieten zu steigern. Und das ist, denke ich, gerechtfertigt mit Blick auf sozusagen einen auch nicht unerheblichen Teil der Mieterschaft. Und Sie wissen, dass die Schere oder die Schere zwischen Arm und Reich, aber dass vor allem der Anteil von Menschen, die hier weniger haben, halt größer ist als in vor allem westdeutschen Regionen. Und das dem müssen wir auch Rechnung tragen. Ja, jetzt haben wir ganz viel über die Metropolen und Neubau gesprochen. Genau. Die Frau Geiwitz, auch SPD, hat eine Leerstandsstrategie angekündigt, erst im Herbst oder November. Jetzt würde ich mal fragen, Alex, wenn ich gerade da einhake, aber erst auch durch massiven Druck durch unsere Verbände oder durch unsere ostdeutsche. Aber dann ist es doch gut. Ja, also, ja, aber nach langem Bohren. Wir freuen uns darüber. Das Thema wieder aber vorher auf Bundesebene war das auch nicht auf dem Schirm. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Nee, die Frage wäre halt, ich meine jetzt, neben der Freude, dass endlich das auch ein Thema ist, haben Sie schon Ideen oder was wäre Ihre Vorschläge für eine Strategie? Was würden Sie für den ländlichen Raum und also gegen den Leerstand machen? Also ich glaube, das Entscheidende ist und die entscheidenden beiden Faktoren sind Arbeit und Mobilität. Und da sind auch die Regionen in Sachsen recht unterschiedlich. Was in der Region Leipzig schon ganz gut funktioniert, mit der Anbindung der Mittelstädte im Umland an die Großstadt, ist hier in Ostsachsen noch ausbaubedürftig. Da passieren ja auch schon Dinge. Ne? Also die Verbesserung des Takts der S-Bahn-Verbindung sozusagen in den Landkreis Bautzen hinein, die Erweiterung bis nach Hoyerswerda, und um da eine Anbindung zu erreichen. Es wird darauf ankommen, dass wir die Chancen, die sich jetzt durch den Boom in der Chipindustrie ergeben, so nutzen, dass zum Beispiel sich weiter hier ansiedelnde Unternehmen, Zuliefererbetriebe beispielsweise, dass dafür vor allem in der Region auch Flächen entwickelt werden. Da sind die Verkehrsstrecken ganz zentrale Bereiche, in denen man gezielt Unternehmen auch ansiedeln kann. Und ich glaube, wenn Jobs in der Region entstehen und nicht nur konzentriert im Ballungsraum, dann ist die Motivation von Menschen, dahin zu ziehen, auch eine andere. Und Wohnen gehört natürlich dazu. Ich meine, das ist eigentlich ein Vorteil der kleinen und Mittelstädte, dass eben Wohnraum vorhanden ist. Er muss den Ansprüchen an heutigen Wohnraum sozusagen genügen. In Teilen ist das schon so, in Teilen muss der Staat da auch, glaube ich, fördern und unterstützen, dass dann saniert werden kann. Da gibt es ja auch Programme, die wollen wir auch fortsetzen. Aber das sind eigentlich die entscheidenden Hebel. Ich fand den Aufruf von Frau Bundesministerin Geiwitz oder die Ankündigung, eine solche Strategie vorzulegen, deshalb so wichtig, weil es einfach den Fokus auch darauf richtet, ne? Und das auch deutlich macht, dass es eben nicht nur darum geht, in den großen Städten weiter bauen und den ländlichen Raum lassen wir ausbluten, ich spitze jetzt auch zu, sondern dass wir, das Regionen, dass wir alle Regionen im Blick haben. Aber insofern freue ich mich auch über diese Botschaft und glaube, dass wir im Zusammenspiel zwischen Bund und Land und Ihnen dort auch effektive Erfolge erzielen können. Ja. Können Sie mir mal bitte die Leerstandskarte bringen, die da liegt? Herr Pallas, es ist jetzt spontan, aber Sie sehen es mir nach. Alles gut. Wir haben nämlich mal ausgewertet, tatsächlich anhand der Zensusdaten 2022, die waren ja auch sehr aufschlussreich, nochmal die Leerstände in der gesamten Republik. Und ich finde selber überraschend, was dabei rauskommt. Nämlich, wenn wir uns das mal anschauen, wir sehen tatsächlich dunkelgrün, das sind die Gebiete, wo ich ganz bei Ihnen bin und wo ich sage, ja, da muss man auf jeden Fall was machen. Aber sehen Sie hier, wo es tiefrot ist, und da sind wir leider im Osten auch sehr davon betroffen, da haben wir einen Leerstand dann, also tiefrot 15% und mehr. Aber man sieht, wenn man die gesamtdeutsche Karte ansieht, wir haben überall doch relativ viel Leerstand. Und Leerstand ist nicht nur unser Problem im Osten, sondern tatsächlich ein bundesdeutsches Problem. Und wenn man das zum Maßstab macht, wie man mit den Problemen umgeht, dann wird es richtig, meiner oder
ich rede jetzt mal auch für unseren anderen Schwesterverband mit, dann wird auch tatsächlich ein Schuh draus. Also nicht über die angespannten Märkte argumentieren und entsprechende Maßnahmen ergreifen, sondern umgekehrt unsere Leerstandsgebiete als Aufhänger nehmen, um dann da auch die entsprechenden Maßnahmen, auch Stichwortförderung und so. Ich glaube, dass wir beides parallel machen müssen, um offen zu sein. Also ich spitze zu, ganz bewusst, wir können sozusagen die Leerstandsprobleme im ländlichen Raum nicht auf dem Rücken der Menschen in den wachsenden Wohnungsmärkten lösen. Das ist auch nicht ganz fair, weil die Wahrheit ist... Doch? Nee, können wir nicht, weil hier gibt es so viele Menschen, die, obwohl sie 40 Stunden arbeiten gehen, immer größere Probleme haben, sich die Miete zu leisten. Und dem müssen wir Rechnung tragen. So. Und wir sind keine Gesellschaft, in der wir Menschen zwingen, jetzt nach Kamenz oder Bautzen oder in eine andere Mittelstadt zu ziehen, sondern wir müssen Anreize setzen, wir müssen es ihnen ermöglichen. Die Realität ist aber, und das ist der weltweite Trend, dass Urbanisierung der Megatrend ist. Das werden wir auch nicht umkehren. Wir können aber, gerade Familien, ne, das ist ja auch die klassische Lebensphase, erleichtern und sie dabei unterstützen, wenn sie eben aus dem Verdichtungsraum raus wollen, halt einen neuen Lebensmittelpunkt im Umland zu suchen. Das ist wieder dieser Punkt, ne, wo ich auch so ein bisschen itzig werde, weil Urbanisierung, alle wollen in die Städte. Ist es so? Oder wollen wir nur, dass alle in die Städte wollen? Die Wissenschaft sagt das. Aber die Wissenschaft sagt auch, oder die Realität sagt auch, dass tatsächlich der Großteil der Bevölkerung im ländlichen Raum wohnt. Und ländlicher Raum heißt eben nicht Milchkanne, sondern das heißt tatsächlich Mittel- und Unterzentren und so weiter. Also das ist was, wo ich auch sehr dahinterher bin. Ja, mir geht's doch darum, aber es geht um das Narrativ, was immer aufgerufen wird. Alle wollen in die Städte und nur in der Stadt zu wohnen, ist das Nonplusultra. Nee, man muss es auch tatsächlich wieder attraktiv. Ich beobachte ja zunächst, was passiert. Und durch die Hochschulstandorte, durch überhaupt Forschungs- und Wissenschaftsstandorte in Kombination mit solchen großen Clustern wie dem Silicon Saxony, was nun mal zu einem großen Teil in der Stadt Dresden liegt, und das ist nur ein Beispiel, ergibt sich, dass Menschen, die zuziehen, eher sozusagen dann auch in der Stadt ihre Wohnung nehmen, als dann sich im Umfeld umzuschauen. Und dennoch gibt es ja die Bedarfe. Also gerade bei Familien ist es ja festzustellen, das berichten Sie ja auch schon eine ganze Weile, dass sobald die Familie gegründet ist, man dann vielleicht doch wieder ins Grüne oder in eine etwas ruhigere Gegend gehen will und die Kinder dort großziehen möchte. Und das kann man ja unterstützen, indem eben die Verkehrsinfrastruktur ausgebaut ist, in dem Kinder und Schulplätze vorhanden sind und so weiter. Absolut. So sind wir wieder am Punkt, wo wir eigentlich noch hätten. Mehr. Du sagst ja trotzdem noch eins. Klimabezahlbares Wohnen ist unmöglich oder ist es ein Oder? Nee, es muss beides möglich sein. Es nützt nichts. Und ich sehe die Schwierigkeiten im Umgang mit den Programmen, die wir haben. Möglicherweise auch, weil es zu kompliziert manchmal ist. Aber in jedem Fall sehen wir ja den größten Bedarf bei der Einsparung oder das größte Potenzial bei der Einsparung von CO2 im Gebäudebereich. So, das, nicht nur Wohnen, das sind auch andere Gebäude. Und das Instrumentarium, was geschaffen wurde bisher, muss dahingehend überprüft werden, ob es praktikabel sowohl im Bau, aber später auch in der Nutzung ist. Was auch üblich ist bei neuen politischen Ansätzen, neuen Programmen. Wir müssen ja auch sehen, unter welchem Reformdruck die Bundesregierung insgesamt steht bei so vielen Themen. Den sie sich selbst gemacht hat. Nee, weil einfach lange Zeit vorher auch eine gewisse Stagnation vorgeherrscht hat. Dass natürlich solche Veränderungen auch Verunsicherungen sowohl bei Unternehmen als auch bei Mieterinnen und Mietern oder Eigentümern hervorrufen, ist auch erwartbar gewesen, nur jetzt muss Politik eben nachsteuern. Das ist ein relativ normaler Prozess, also auch landespolitisch haben wir das ja nicht selten, ne? Dass man was Neues schafft, auf Probleme stößt und dann justiert. Und genauso wird es auch da passieren. Unser Ziel muss es sein, dass Sie als Unternehmen das anwenden können, damit wir, und das ist ja die Hauptsache, unser Ziel erreichen, nämlich im Gebäudebestand, im Gebäudebereich CO2 einzusparen. Herr Pallas, vielen Dank
für das Gespräch. Es ist wieder ein Gespräch geworden, aber wir stehen dazu. Ist ein gutes Zeichen, dass wir mehr zu reden haben als wir bleiben im Gespräch. Wir bleiben im Gespräch auf jeden Fall oder setzen es fort. Alles Gute für Sie für die nächsten 3 Wochen und bis zum nächsten Mal. Genau, wir sehen uns bestimmt wieder. Das machen wir. Das ist keine Drohung, sondern ja, genau. Freudige Erwartung. Dankeschön. Danke. Danke.